Jo Leute, was geht? Hier ist Öschakerens und willkommen zu einer neuen Folge Squad Builder Battle zusammen mit dem. Stell dich selber vor, Chris. Moin, moin, Leute. Was geht? Stell dich selber vor. Nein. Auf jeden Fall, Chris ist heute dabei und ja, wir werden auf jeden Fall heute einen kleinen Squad Builder Battle aufnehmen über Rodrigo Inform, den 83er, der letztens, glaube ich, ist er noch im Team der Woche? Ich weiß gar nicht. Glaube, Nee. letztes. Ja, letzte kann sein. Der hat auf jeden Fall richtig, richtig, richtig geile Werte. Und ja, den werden wir auf jeden Fall. Ja, werden wir auf jeden Fall einmal machen. Ja. Ich würde sagen, wir fangen an mit den Formationen. Hast du schon eine rausgesucht? Ja, habe ich. Okay. Dann sag mal, welche Formation du hast. Ich spiele mit der 4-1-2-1-2. Fuck, okay. Ich habe die 4-2-2-1 geraten, also die mit den LF und RF noch dazu. Schade, egal. Ich spiele mit der 4-3-1-2. Ah, da habe ich 4-1-2-1-2, die zweite. Ja, okay. Ja, wegen Food Champions, ja, hier. Naja, ich weiß schon. Nein, auf jeden Fall spiele mit der. Und ich würde sagen, jetzt suchen wir unsere Spieler raus und dann geht's weiter. Und jetzt fangen wir an mit dem Stürmer und den ZOM. Heißt, ich würde sagen, du fängst jetzt erstmal an. Ich zeige jetzt erstmal hier auf meinem Bildschirm. Ihr werdet das jetzt unten hier eingeblendet immer sehen, welche Spieler ich habe. Da wird es so eine Facecam machen. Du kannst jetzt einfach loslegen. Alles klar. Also ich spiele im linken Sturm Alexandre Lacazette. Alter, okay. Und im ZOM spiele ich den ungeformten Griezmann. Warte, jetzt spielst du mit Antoine Griezmann? Was? Tschu! Okay, krass, ja, ich habe Benyeda und Asensio. Ich dachte, du gehst jetzt nicht zu offens. Aber okay. So, Das. dann zu deinen. Ja, genau, jetzt kommen wir erstmal zu meinen. Im rechten Sturm, muss ich jetzt mal umstellen, hier haben wir den lieben Perez von La Liga Deportivo La Coruña, keine Ahnung. Und im ZOM eine Karte, vielleicht hast du sie. Oder hast du mal in den Stream reingeguckt? Ich habe Isco gezogen, nicht Path to Glory. Und er ist jetzt auf mein ZOM. Ja. Alter, ich hatte Isco zuerst drinne. Nee, Richtig oder? scheiße. Oh Gott. Gamero und Orellana reingemacht. Oh, tschüss. Alter. Nein, ich wollte unbedingt den Isco nämlich mal auf den ZOM spielen lassen. Okay, Ja. jetzt würde ich sagen, jetzt geht's weiter mit deinen. Warte, du mit deinem LM, RM und ZTM und bei mir ZM, ZM, ZM. Und ja, okay. So, Leute, da sind wir wieder auf jeden Fall. Und jetzt machen wir bei mir die drei ZTMs und bei ihm ein LM, RM und ZTM. Ich würde sagen, du fängst wieder an. Zwar 10 Minuten hast. Also im rechten Mittelfeld spielt bei mir Iñaki Williams. Im Idiot! ZM. Ja. Im ZM steht der gute alte Bakayoko. Ja. Und im LM steht Nkudu. Was ist denn das? Von Burnley. Ach, NQ. Also, ey, ich war mir so sicher, dass du links Martial nimmst. Ich war mir so sicher. Und rechts hab ich überlegt, wen nehme ich? Iñaki Williams oder Castillejo in Form? Na, rat mal, wen ich hatte. Castillejo in Form. Und in der ZDM habe ich Kondogbia. Oh, ein Glück. Ja, hattest du so Schwein, ey, so ein Scheiß. Naja. So, dann lösche ich die erstmal bei mir. Und jetzt geht's weiter. Bei mir im linken ZM. Ich wette, dass du meine ZMs eh nicht hast. Kann ich dir jetzt schon sagen. Wird Rudi spielen. In Mitte spielt Götze und rechts spielt Arangis in Form. Ich dachte irgendwie bei vorhin schon abgeschlossen, jetzt habe ich noch irgendwas mit Spanien gemacht. Ab Saúl, Cazorla und Herrera. Ja, nee, ich konnte ja nämlich vorne, habe ich dieses Dreieck, deswegen habe ich mir überlegt. Ja. Ein Mittelfeld behalte ich dann auf jeden Fall schon mal, ist sehr gut, würde ich mal so sagen. Ja, auf jeden Fall machen wir jetzt weiter mit LV und RV. Und ja, bis gleich. So, Leute, da sind wir wieder auf jeden Fall. Jetzt fangen wir an mit LV und RV. Wen hast du links und rechts? Du fängst an. Also, Linksverteidigung spielt Danny Rose.
von Tottenham. Und rechts spielt der gute alte Juan Fran. Nein, Junge. Ich bin so ein. Oh Mann. Ich habe nämlich die ganze Zeit überlegt, nimmst du Evra wegen Link? Ja, wegen Frank. Ja. Wegen Frankreich Link und so? Oder nimmst du doch eher vielleicht Rose richtig obvious? Ey, fuck. Nein, ja, okay, und rechts hatte ich Gámez von Newcastle. Ach, Wegen den Link. perfekt. Ja, schade. So, okay, dann fangen wir an bei mir links. Ich wette, du hast wahrscheinlich Plattenhardt gesagt drauf. Aber es ist nicht Plattenhardt, es ist Philipp Max von Augsburg. Und rechts habe ich Henrys. Oh nein, Alter. Ich habe extra nicht Plattenhardt genommen, weil ich wusste, du wirst ihn nicht nehmen. Und habe Rosinski genommen. Ach, Scheiße, Und rechts dachte ich, Henrichs ist zu auffällig. Ich habe einfach mal Mitchell Weiser genommen. ich wusste, dass du einen Hertha-Spieler nimmst. Ich wusste das, deswegen habe ich das nicht gemacht. Scheiße. Ey, ohne Henrichs Spaß. war so der einzige von Leverkusen. Und dann dachte ich, den nimmst du nicht. Ja, aber das Problem ist halt, dass ich den Link brauchte, wie Arangis, deswegen. Ja, ich Ja, der hätte dachte. sonst noch IV machen können, aber. Ja, weiß ich ja, aber. Naja, nicht zu auffällig. Naja, okay. Perfekt. Leute, dann würde ich sagen, wir machen jetzt weiter mit den beiden IVs und dem Torwart. Also bis gleich. Jo, Leute, da sind wir wieder. Und ich glaube, wir fangen jetzt erstmal bei Chris wieder an. Bei deine beiden IVs und Torwart, bitte. Also in der linken IV spielt der overpoweredste aus der Premier League, der Bailly. Rechte IV spielt die Baby Icon Desailly. Du Ranzkind. Und im Tor steht Ederson. Nein! Mein Gott! Du hast bestimmt Begovic genommen, oder? Ich hab der Reh aufgeschrieben. So, also, ich habe Azpilicueta aufgeschrieben, weil du es nämlich beim letzten Mal habe ich dir den auch weggesniped. Und der Reh halt am Tor. Aber Bailey war mir zu klar, Digga. Tut mir leid. Da wird uns schön Torwart hin, ne? Das war mir zu offensichtlich, das war echt zu obvious, Alter. Das, Junge, weil mir so klar war, dass du einmal Bailey nimmst, das war mir so 100% klar. Weil ich weiß, dass du mir nämlich beim letzten Mal auch gesagt hast, du nimmst nur Innenverteidiger, die mehr als 70 Pace haben. Obwohl es mir Ja. so klar. Na egal, Leute, auf jeden Fall geht's jetzt bei mir weiter. Bist du bereit? Jo. Okay. Im linken IV. Ja, also ich hoffe, dass du ihn nicht hast, aber es ist auf jeden Fall Niklas Stark. In dem rechten Vogt und im Tor. Oh, ne, warte. So, und im Tor steht. Also, mehr ehrlich, wenn du den hast, verstehe ich selber nicht, aber Birki in Form. Ich habe drei verschiedene Ligen genommen, nur deutsche. Aber den Niklas Stark habe ich trotzdem gesagt. Hast du ihn aufgeschrieben? Ich wusste doch, der Hertha-Spieler kommt Nein, noch. nein. Und dann hatte Scheiße, ich noch Alter. Rüdiger und Trapp. Alter, fuck, als ob du stark hast. Nein, Mann. Scheiße. Scheiße. Ich muss mir einen kaufen. Ich fick sowas jetzt schon, ey. Mal sehen, wen gibt's denn? Oh, den Nübel. Ist der groß? Wenigstens etwas, 1,93. Ja, nimm mal den. Oder, nee, komm. Wir nehmen Reinmann. Noch schön Dortmunder rein. Genau, so. Das ist echt teuer sogar, egal. Naja, den holen wir uns jetzt, Leute, und ich würde sagen, dass wir jetzt reinstarten und wir sehen uns im Spiel. Würde ich mal sagen, let's go. Alter, Alter, ne Junge, ey, dann kommt er mit einer scheiß Ikone in der Innenverteidigung, ey. Ich krieg die Krise. Der muss den Bronzetorwart ausgleichen. Ja, Mann. Oh, schöner von Stoke City in so Bulgarien. Geil. So muss sein. Naja, Leute, let's go, würde ich jetzt mal sagen. Spiel. Alter, gutes Spiel. Oh, rein, Mann. Stark. Nein, Junge, Alter. Jawohl. Ach du Da ist es, das Scheiße, 1-0. Junge. Rein, Mann, Vollidiot. Rein, Mann, was machst du da? Schön den Posten mitgenommen. Alter, Falter, ey.
Ich habe zwei Stürmer und keiner steht drin. Rein, Mann, Junge, geh nicht zum Laufduell. Junge, was Griezmann. ist denn mit Griezmann los? Junge, Griezmann. was? Schönes Junge! Ding. Digga! Was ist da los? Da ist er mal losgerannt, der Flitzer. Junge! Digga, Alter, ich merke so krass, dass Reinmann so kacke ist, ne? Alter, verdammte Kacke. Quietscher da. Oh Mann. Alter, Junge. Schuh, was da los? Griezmann. Du scheiß Griezmann, Alter, hau ab, Alter. Hau ab von meinem Tor. Junge. Und Golasso! Junge, was ist da los, Alter? Griezmann, Junge! Meine Abwehr! Sie verkackt komplett! Digga, ich hab einen Kevin Vogt da drin, der ist 1,93. Ich hab einen Reinmann drin, der ist 1,90. Junge, ich komme nicht mehr nach vorne. Junge, geh doch zum Ball! Nee, Alter. Das gibt's da nicht. Der Kevin Vogt, Alter, der kann sich immer durchsetzen, der Hurensohn. Alter. Digga. Junge. Was ist denn mit Kevin Vogt los, bitte? Ich habe keine Innenverteidigung. Der hatte so geile Stats. Alter. Alter, Alter, ey. Ich finde den so krank. Alter. Ey, das gibt's doch nicht. Ja, hassen. Hassen. Oh Mann, ey. So legendär diese Schublade. Mann, let's go, Alter. Wenigstens etwas, Alter. Wenigstens etwas. Scheiße. So. Schade. Geil. Rodrigo, Junge. Ey. Ich blick da nicht. Ey, ich hasse den so krass da. Ey. Yes! Yes! Wichtiges Ding, Alter. Oh, Mann. Alter. Aber der ist todesstark eigentlich, ne? Fand's auch. Ey, ich finde, der spielt echt Ja, gut. Rodrigo ist mega wieder. Digga, mit Rodrigo komme ich nur klar. Der Typ trifft nicht. Ist halt mega schnell. Ja. Nee, Alter. Oh, wichtig, Vogt. Wichtig, Birki. Alter. Ey, Junge. Nee, ey, weh, du machst jetzt so ein scheiß Eckentor, ich raste aus. Ey, es gibt's nicht. Junge, Jawohl! Besser ich! Mann. Ich hasse diese Typen. Hab ich dir die Geschichte mal erzählt mit diesem scheiß Toti? Wer war das? Brunucci, Alter, der hat bei mir bei Food Champs, ich hab gegen ihn gespielt, der hat vier Eckballtore gemacht. Vier. Ey, ich bin da so okay, schade, Alter. Okay, trotzdem GG. Das erste Mal abstürzen. Abstürzen vor allem. Ja, abstoßen. Alter, Falter. So, Leute, jetzt kommen wir zum Abstoßen und der liebe Chris darf jetzt drei Leute wählen. Und ja, leg los.
So. 4, 3, 1, 2. Ich nehme auf jeden Fall mal deinen linken Verteidiger. Innenverteidiger oder linken Verteidiger? Den linken Verteidiger. Birki. Schon mal. Dann noch den rechten Innenverteidiger. Götze. Oh Scheiße, warte, warte kurz, warte kurz. Ich hab Fake. Nein, ich hab Götze kurz aus dem Verein gehauen. Fake. Alles hier Fake. So, ja. So, okay. Und als letzten noch dein Rechtsverteidiger. Rodrigo. Hast du gerade zwei Headphones weggehauen? Habe ich doch ganz gut getroffen Alter, noch. ich liebe dafür, dass ich Isco nicht umgestellt habe, ey. Ey. Oh, Oh. stimmt, Isco war ja noch da. Ich habe Isco Eieiei. Z2M gelassen, ey. Mein Ja, mit Herz. Und ich habe Birki, Arangis auch Kakao dort und Nico. gelassen, wo er war. Schon zufrieden. Alter, fuck, Junge, du hast mir gerade Birki weggehauen. Das ist 30k. Du hast mir gerade Und Rodrigo 50k auch noch. weggehauen. Alter, Leute. Ey, was tut man nicht für Videos, ey? Nein, Spaß. Nein, Leute. Es war trotzdem ein Riesendank, dass du mitgemacht hast. Man merkt den Klassenunterschied noch, glaube ich, ein bisschen. Aber ja, okay, Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Besucht meinen Kanal. Könnt ihr gerne abonnieren oder liken. Und dann würde ich sagen, haut rein. Ciao. Perfekt.